Vier Kontinente, 12 verschiedene Länder und die vier Jahreszeiten bilden die Kulisse für die Rallye-Weltmeisterschaft. Das Team von Volkswagen Motorsport und der Golf GTI stellen sich auch 1987 den vielfältigen Herausforderungen im Rallye-Sport. Unter der Leitung von Sportchef Klaus-Peter Rosorius und Teamchef Andy Hensch gehen vier Herren auf Rallye-Weltreise. Kenneth Eriksson aus Schweden, Weltmeister 1986 auf Golf GTI mit seinem deutschen Beifahrer Peter Diekmann. Ihre Teamkollegen sind Erwin Weber und sein Beifahrer Matthias Fels aus Deutschland. Die Vielfalt der Aufgabenstellungen macht die Rallye auch zu den vielfältigsten aller Sportarten. Im Mittelpunkt des Geschehens steht aber immer die faszinierende Show der weltbesten Rallye-Stars unserer Tage. Großartigen Leistungen am Lenkrad und Gaspedal lassen den Rallye-Sport seit Jahren in der Gunst des Publikums steigen. Kleine und große Kunstfehler sind bei derartigen Balanceakten natürlich nicht ausgeschlossen. Denn die Ästhetik rasch bewegter Objekte ist oft der absolute Grenzbereich des physikalisch Machbaren. Virtuos wie die Fahrer am Volant sind die Mechaniker mit dem Schraubenschlüssel. Zu jeder Tageszeit, bei jeder Witterung, in jedem Klima. In diesem Metier wird es auch der perfektesten Technik nicht gelingen, den Menschen auszuschalten. Und man wird immer Leute brauchen, die schneller zupacken, flinker schrauben und cleverer denken als der Mann, der unter dem Auto von nebenan liegt. Mit Improvisationsgabe, fehlerloser Arbeit in Minutenschnelle und totalem Einsatz schaffen die Mechaniker und Techniker jene Voraussetzungen, die Leute wie Kenneth Eriksson brauchen, um auf den Sonderprüfungen dieser Welt wirklich ans Limit zu gehen. Thank you.
Schönheit und Rhythmus. Der Tanz auf den Pedalen. Fantastische Reflexe. Geschwindigkeit pur. Kenneth Eriksson auf Golf GTI 16V. Zur Nachahmung nicht empfohlen. Denn diesen Ablauf haben eben nur Weltklasse-Leute im Griff. Das stundenlange kämpferische Fahren am Limit, unter allen Bedingungen, bei Tag und Nacht, geht an die Grenzen der körperlichen Belastbarkeit. Und die Erforschung des Grenzbereiches hinterlässt auch manchmal nachdenkliche Beifahrer. Neben Kenneth Eriksson und Erwin Weber gibt es nur wenige Menschen auf der Welt, die in der dünnen Höhenluft der Weltklasse zu Hause sind. Etwa der Italiener Massimo Biasion, der Finne Timo Salonen, der Schwede Stig Blomqvist, der Finne Ari Vatanen, Walter Röhrl aus Deutschland, sowie die Finnen Juha Kankunen und Markku Alén. Rallye-Stars sind für das Publikum Helden zum Erleben, zum Anfassen und keine arroganten Akteure, die sich der Masse entziehen. In der Gunst der Öffentlichkeit rangiert dieser Sport daher weit vor der Formel 1 und manche Rallyes werden von bis zu 3 Millionen Zuschauern besucht. Eine immer größere Gemeinde von Gleichgesinnten zieht hinaus in die Natur und verharrt nach gesundheitsfördernden Märschen in Momenten stiller Andacht und ergriffener Rührung. Einzigartige Atmosphäre, die fantastische Show und die weltweite Attraktivität des Rallye-Sports haben auch zu verstärkter Medienpräsenz geführt. In Argentinien zum Beispiel wird rund um die Uhr live im Radio übertragen und die Reporter erfrischen ihre Zuhörer durch lebhafte Schilderung der Ereignisse. Im Fußballstadion von Córdoba, dem Ziel der Argentinien-Rallye, feiern über 40.000 Menschen begeistert die Ankunft ihrer Helden.
Bei den Langstreckenrallyes in Afrika werden Mensch und Technik am meisten gefordert. Und der Begriff Abenteuer ist kein leeres Wort. Die Weite des Landes, das Unbekannte, das Geheimnisvolle legt sich über die ganze Rallye. Die Vielfalt der Belastungen, der technische Mehrkampf, haben die Safari-Rallye in Kenia und die Bandama-Rallye an der Elfenbeinküste weltweit zu den prestigeträchtigsten Wettbewerben eines Sportjahres gemacht. Ausdauer zählt genauso wie Schnelligkeit auf Vollgasstrecken und Knüppelpfaden, auf Meeresebene wie auf 3000 Meter Höhe. Es geht ums Limit der Autotechnik genauso wie um das der Kräfte der Piloten. Die Safari und die Bandama Rallye mit je rund 4000 Kilometern Länge offerieren alle Schwierigkeitsgrade, die Afrika zu bieten hat. Busch und Steppe, tiefsten Dschungel und mannshohes Büffelgras, Hochgeschwindigkeitspisten und Eselspfade, Staub und Schlamm. Schon bei der Safari wird deutlich, welch enormes Potenzial der Golf GTI bei Marathondistanzen hat. Kenneth Erickson und Erwin Weber mischen von Anfang an im Vorderfeld mit. Und das bei der bestbesetzten Safari aller Zeiten. Schon insgesamt 12. Insgesamt 12. Wieder 2 Minuten. Für die beiden Golfpiloten führt der Erfolg in Afrika vor allem über die Routine und die jahrelange Erfahrung der Marathonspezialisten Björn Waldegard, Hannu Mikola, dem mehrfachen Safarisieger Shekhar Mehta und dem Original aller fliegenden Finnen Rauno Altonen, der hier vor 25 Jahren zum ersten Mal an den Start ging. Das Team von Volkswagen Motorsport geht an der Elfenbeinküste zum ersten Mal an den Start. Die Regenzeit hat voll eingesetzt. Und schon im Schlamm der ersten selektiven 100-Kilometer-Etappe fährt Kenneth Erickson mit dem Golf Bestzeit, trotz steckengebliebener Scheibenwischer und damit null Sicht. Kenneth und Erwin möchten an der Elfenbeinküste gern mit einer alten Weisheit Schluss machen, die besagt, um zu siegen, muss man in Afrika mindestens 3-mal an den Start gehen. Am Ende der ersten Etappe, nach über 1000 Kilometern, stimmt der Marschplan. Kenneth Erickson liegt in Führung. Die werbewirksamen Rallyes in Afrika werden seit Jahren von den Japanern beherrscht. Und auch an der Elfenbeinküste sind die 6 Werkswagen von Nissan und Toyota mit den erfahrensten Langstreckenpiloten die schärfsten Konkurrenten. Dazu kommt noch der Österreicher Rudi Stohl auf einem Audi Quattro. Bei den Führenden laufen die Dinge ganz nach Wunsch, trotz schwierigster Bedingungen und oft fehlender Zeitkontrollen. Wie die das binden?
two times we went back, but it was no time control there. So. Mit Fortdauer der Rallye wird die Natur zum schwierigsten Gegner, denn wolkenbruchartige Regenfälle verwandeln die Straßen in Flusslandschaften. Das viele Wasser, der Schlamm und widrige Umstände zwingen schon bald viele zum Aufgeben. Nur noch ein Fünftel der 50 Gestarteten geht in die letzte Etappe. Kenneth Eriksson hat seine Führung ausgebaut. Und Teamkollege Erwin Weber ist hinter Shekhar Mehta Dritter. Die letzten Kilometer dieser Rallye sind so hart wie die ersten. Nur noch 10 Autos erreichen das Ziel in Abidjan. Kenneth Eriksson und Peter Diekmann gewinnen auf Golf GTI die Bandama Rallye 1987. Erwin Weber und Matthias Fels werden Dritte. Mit diesem schönen Erfolg bei einer der schwierigsten Rallyes der Welt beendet das Team von Volkswagen Motorsport eine lange Rallye-Saison. Und das Schlusswort gehört dem Sieger. Special kind of rally, this long distance rally. It's not myself only. I think I must say it's the whole Volkswagen team who was the winner here, the mechanic and all the people here, because every minute you are working on the car, it's counting in your driving time. So it's a teamwork more than in some other rally.